Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch einen richtig guten Investment-Trading-Tipp vorstellen. Und falls ihr allgemein im Bereich Trading immer auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann würde ich euch empfehlen, demnächst immer die Streams zu schauen, die Livestreams, die ich auf YouTube mache, denn vor allem zum Team of the Year werde ich sehr, sehr viele Trading-Streams hochladen. Da werde ich euch Sniping-Filter zeigen, ich werde euch zeigen, wie ihr auch noch anderweitig investieren könnt und wie ihr einfach im Moment schnell Coins machen könnt. Das möchte ich euch dann zeigen und da werden wir auf jeden Fall einige Streams veranstalten. Um diese Streams nicht zu verpassen, würde ich euch natürlich empfehlen, die Glocke zu aktivieren, denn dann bekommt ihr direkt eine Benachrichtigung, wenn ich online gehe und da seht ihr dann eben direkt die Trading-Tipps, die ich eben live im Stream mache. Ich trade auch an sich lieber im Stream, weil man das dann besser rüberbringen kann, weil man Fragen von euch beantworten kann und so weiter und so fort. Das heißt auch, falls ihr Fragen habt, wann ihr Spieler verkaufen sollt, welche Spiele ihr kaufen sollt, was ihr wie genau machen sollt, dann würde ich euch wirklich empfehlen, die Streams zu schauen, denn dort wird das alles ja zum Bereich Trading immer gut und sehr detailliert erklärt und da kann ich dann eben auch speziell auf deine Fragen eingehen. So, und wir gehen jetzt auch schon rein ins heutige Investment und zwar geht es dabei wieder um die 83er und die 84er Karten. Viele von euch wissen es und es wird wieder so sein, dass diese Karten steigen werden, denn im Moment sind keine passenden SBCs am Start, beziehungsweise nur sehr wenige. Teilweise halt bei den Prime Icons braucht man 83er, 84er. Aber im Moment sind die verdammt günstig. Wir gehen mal kurz auf den Transfermarkt und schauen, was so ein Kagawa zum Beispiel kostet. Kagawa, könnt ihr euch merken, ist eine Karte, die immer sehr, sehr günstig ist von den 83ern. Ist einer der günstigsten 83er, die es überhaupt im Spiel gibt. Meistens sind dann aber Torhüter auch noch sehr günstig. Und Kagawa liegt im Moment bei 1,7, teilweise sogar bei 1.600 Münzen, wie wir hier sehen können. Und hier zum Beispiel wäre auch einer für 1.500. Das heißt, ihr investiert jetzt in 83er und auch in 84er Karten und hofft, dass da eben bald SBCs kommen. Es werden SBCs kommen, das kann ich euch versichern. Und wir werden uns nachher auch nochmal die Preisverläufe anschauen, wann denn die 83er schon mal gestiegen sind und wie hoch diese 83er und eben auch die 84er überhaupt steigen können. Ja, also Leute, wenn ihr so einen Kagawa eben euch holt, dann würde ich euch empfehlen, vielleicht sogar auf 1.400 runterzugehen und dann einfach mal zu snipen, vor allem während dem Team of the Year, wenn dann Special Packs da sind, einfach euch hinsetzen, bam, bam, bam und einfach versuchen, den Kagawa für 1.400 zu snipen. Es ist aber auch vollkommen in Ordnung, wenn ihr den jetzt für 1.600 mitnehmen würdet. Den speichert ihr einfach in eurem Verein und wartet, wartet, wartet und dann, wenn eine perfekte SBC kommt, dann verkauft ihr ihn. Dazu würde ich euch empfehlen, einfach immer im Verein nachzuschauen, was sind die 83er gerade wert oder allgemein auf dem Transfermarkt immer zu schauen, was sind die 83er wert und wenn ihr seht, okay, die sind irgendwie über 2,5k wert, dann könnt ihr die verkaufen und macht einen Gewinn von circa 1.000 Münzen pro Karte. So, ich zeige euch jetzt mal, dass ich an sich schon in sehr, sehr viele 83er investiert habe, beziehungsweise die immer behalten habe aus den Packs und deswegen werde ich jetzt nicht mehr in 83er investieren, sondern wir werden uns nur noch 84er holen, denn ihr seht hier, Rulli habe ich, Snyder habe ich, habe da wirklich ganz, 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 ganz viele 83er, es sind über zwei Seiten voller 83er. Die alle kosten so circa 1.600, 1.700 Münzen. Wie gesagt, ich würde euch empfehlen, die für 1.500, 1.400 zu snipen. Das ist wirklich gut möglich, vor allem dann während dem Team of the Year. Und Leute, ich kann euch sowieso empfehlen, immer wenn 83er so unter 1.800 Münzen kosten, einfach ein paar mitnehmen und die im Verein speichern. Und wir werden uns, wie gesagt, nachher dann auch noch die Preisverläufe anschauen. Da werde ich euch dann zeigen, wie hoch die gehen können, die 83er und eben dann auch die 84er, in die wir jetzt investieren. Denn ich habe keinen einzigen 84er im Verein und den ersten 84er, den wir uns direkt holen, das ist der Bürki. Bürki ist ein 84er, der auch immer ziemlich günstig ist und den werden wir uns jetzt mal holen und ihr seht hier, der kostet auch nur 3.700 Münzen circa und wenn man da nicht investiert, ist man an sich selber schuld. Für 3.600 haben wir einen bekommen und auch da werden wir nachher nachschauen, wie hoch diese 84er steigen können. Bürki haben wir uns jetzt geholt, was machen wir? Wir speichern ihn im Verein und somit haben wir ein gutes Investment getätigt. Weitere 84er, die ziemlich günstig sind, sind zum Beispiel Dzeko, den man da denke ich auch für 3.700 mitnehmen kann, so ist es. 3.700 Edin Dzeko gekauft, das nehme ich gerne mit. Des Weiteren gibt es dann zum Beispiel noch einen Falcao oder so, den man mitnehmen kann. Weiß ich nicht, ob der jetzt durch die League-SBCs gestiegen ist. Nein, ist er nicht, deswegen kann man den da auf jeden Fall sehr günstig bekommen. Wie gesagt, auch hier würde ich euch eigentlich empfehlen zu snipen, dafür bin ich jetzt aber ein bisschen zu faul. Ihr seht hier 3.500, haben wir ihn auch bekommen. Also die könnt ihr auch so snipen für 3,2, 3,3k, da werdet ihr auch Karten bekommen. Ich bin wie gesagt jetzt
jetzt einfach zu faul und will diese Zeit gerade nicht unbedingt aufwenden. So, dann gehen wir weiter mit dem nächsten Spieler und das ist dann Aduriz, den wir uns holen werden. Auch eine sehr, sehr gute Investition im Normalfall. Kostet im Moment 3.700, nehme ich mit. Ob diese Spieler Verträge haben, ob diese Spieler Fitness haben, ist komplett egal, denn es geht absolut nur ums Rating, um nichts anderes. Es geht bei diesen Karten wirklich nur ums Rating. Dann holen wir uns noch Fährmann und danach dann wahrscheinlich noch Timo Horn. Fährmann ist sehr, sehr günstig für einen 84er, sehen wir gerade. Ja, okay, 3.600 könnte man auch, wie gesagt, günstiger bekommen. Snipen würde ich euch empfehlen, wenn ihr noch mehr Gewinn rausholen wollt. Und dann holen wir uns noch den Timo Horn von Köln, ist auch ein guter Investmentspieler, kostet im Moment 3.500 Münzen, nehmen wir mit. Und diese Spieler können weit über 5.000 Münzen steigen, aber dazu kommen wir später dann nochmal. So Leute, ich würde sagen, ich hole mir jetzt noch ein paar 84er und zeige euch die dann einfach schnell, denn es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich jeden einzeln kaufe. Ihr wisst, wie das Ganze funktioniert und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach dann noch meine Investments, die ich jetzt insgesamt getätigt habe. So, ich bin jetzt fertig mit den Einkäufen. Ich habe mir jetzt doch nicht so viele 84er geholt, weil die teilweise dann doch über 4.000 Münzen kosten. Die günstigen, die habe ich mir geholt und die würde ich euch auch empfehlen zu holen. Ihr könnt die auch dann gerne auf die Transferliste packen, das werde ich jetzt nicht machen, weil ich die Transferlistenplätze brauche, um einfach selbst auch zu traden. So, dann haben wir hier einmal den Fährmann, wie gesagt, geholt für 3.600, Bürki geholt für 3.600, dann einen Edin Džeko für 3.700 haben wir uns den geholt, dann den Falcao eben für 3.500, den Timo Horn auch für 3.500 Münzen, Aduriz für 3.7 und dann habe ich noch zwei weitere gekauft und zwar Asensio für 3.700 und Bernardo Silva auch für 3.700. Wie gesagt, die anderen 84er haben alle über 4.000 Münzen gekostet, deswegen habe ich mir da keine mehr mitgenommen. Also würde ich da euch auch empfehlen, nur diese insgesamt 8 Karten zu holen und die einfach mal in eurem Verein zu bunkern. Wie gesagt, die 83er würde ich euch auch sehr empfehlen. Günstige sind zum Beispiel Jimenez ist meistens günstig, dann der Reiner ist meistens günstig, Dost kostet oft nicht viel, Kagawa ist oft günstig, Musaccio, ja, Lopez zum Beispiel kostet auch meistens ziemlich wenig. Also das sind so die Spieler, die ihr euch holen solltet. Also 83er, wie gesagt, so unter 1.600 oder so würde ich die mitnehmen und dann einfach auch versuchen zu snipen. 84er unter 3.700 circa und dann passt das eigentlich und dann habt ihr gute Investments getätigt. So, nochmal kurz zu der Frage, warum solche Spieler steigen. Diese Spieler steigen immer, wenn bestimmte SBCs kommen, wo man ein Mindestrating braucht. Zum Beispiel ein Mindestrating von 84. Das heißt, man braucht 84er Karten oder halt 83er oder 85er oder so. Und das heißt, diese Karten gehen erheblich in die Höhe und deswegen investieren wir, weil jetzt gerade keine solche SBCs da sind. Das heißt, die Spielerpreise sind wieder gesunken von diesen Spielern und wenn dann wieder solche SBCs kommen, dann braucht jeder diese Karten, ne, damit sie die SBCs abschließen können und dann steigen die wieder in die Höhe. Das passiert zum Beispiel bei Team of the Week SBCs, wo man einen garantierten Team of the Week Spieler bekommt, wenn man eben ein 83er Rating Team abschickt und das heißt eben, diese Karten werden zu solchen Zeitpunkten steigen. Demnächst kommen auch wieder Wants to Watch SBCs, deswegen ist das auf jeden Fall keine schlechte Investition, wenn man bei den Wants to Watch SBCs zum Beispiel auch ein Mindestrating braucht. Und da gehen wir nochmal kurz zu einem Mini-Trading-Tipp dazwischen und zwar der Hernandez. Den habe ich mir damals für 15.000 geholt. Jeder hat mich so gefragt, warum holst du dir den? Das ist eigentlich voll dumm. Nein, das ist nicht dumm gewesen. Den habe ich für 15.000 damals geholt. Habe ich auch in einem Stream gesagt. Die, die ganz aufmerksam sind, die haben jetzt auch Gewinn gemacht. Und der liegt jetzt eben so bei 23.000 Münzen. Und das heißt, ich habe da 8.000 Münzen Rohgewinn gemacht. Und insgesamt, wenn man die EA-Gebühren abzieht, sind es dann halt ein bisschen weniger. Aber ich habe auf jeden Fall weit über 6.000 Münzen Gewinn gemacht. Und den werde ich noch ein bisschen halten und dann verkaufen. Also falls ihr Once-to-Watch-Spieler habt, die günstig sind, würde ich die noch ein bisschen halten und dann verkaufen. Denn ja, es kommt jetzt noch ein bisschen der Hype von diesen Monster-Watch-Spielern und dann werden die SBCs kommen, dann werden die vielleicht wieder ein bisschen droppen, weil man die dann vielleicht doch nicht braucht oder so, aber es gehen jetzt gerade im Moment viele davon aus, dass man bei den kommenden Monster-Watch-SBCs, die wahrscheinlich im Februar stattfinden werden, eben auch Monster-Watch-Spieler braucht und deswegen holen sich gerade viele Monster-Watch-Spieler und deswegen kostet jeder Monster-Watch-Spieler über ja, 22.000, glaube ich, das ist eh der günstigste. Deswegen würde ich euch empfehlen, falls ihr welche habt, haltet die noch ein paar Tage und dann würde ich diese Karten verkaufen. So, ich zeige euch jetzt noch kurz meine Transferliste für die, die es einfach interessiert. Hier Henderson überteuert verkauft, Gabbiadini leicht überteuert verkauft, war jetzt aber auch nicht so krass der Deal. Dann die habe ich gesniped, beziehungsweise den habe ich gesniped, den habe ich einfach für 600 verkauft. Das ist auch ein bisschen überteuert verkauft, den habe ich erboten. Das ist auch überteuert verkaufen, den hatte ich einfach im Verein, das ist jetzt kein krasser Deal gewesen, der kostet glaube ich
weiß ich nicht, 21.000 oder so gerade. Dann den habe ich auch im Verein gehabt, das ist überteuert verkaufen, habe ich für 700 Münzen erboten, für 1.400 jetzt verkauft. Dann da genau dasselbe, das mit Heaton ging ganz gut. Heaton kann ich euch empfehlen, das ist eine gute Karte für die überteuert verkaufen Methode. Baumgartlinger überteuert verkauft, Cresswell überteuert verkauft. Und das ist auch alles dieses überteuerte Verkaufen mit seltenen Goldspielern. Also würde ich euch das auf jeden Fall auch ans Herz legen. So, und wir gehen jetzt eben rein in die Preisverläufe, die ich vorhin angesprochen habe. Und zwar schauen wir nach, wie die 83er und 84er sich verändern, beziehungsweise was die halt schon mal gekostet haben. Erstes Beispiel ist Rulli, kostet im Moment eben 1.600. Und wenn wir da rein schon in die Preisverläufe sehen wir, dass der ganz hart schwankt. Also der ist wirklich heftig am Schwanken und im Moment hat er einen krassen Tiefpunkt. Teilweise war er eben auch für 1.400 schon auf dem Markt und da sehen wir eben, teilweise kostet der 3.100 Münzen, da kostet er zum Beispiel 2.600 Münzen. Wenn wir ein bisschen zurückgehen, sogar in den November rein, sehen wir, dass da ein riesiger Anstieg ist von 3.700 Münzen. Das heißt, wenn ihr den jetzt kauft für 1.600 Münzen, kann es sein, dass der auf 3.600 hochgeht. Er wird auf jeden Fall wieder hochgehen. Ihr seht, diese Anstiege, die passieren wirklich sehr, sehr häufig. Das ist in den letzten, ja, in letzter Zeit. Seht euch das mal an, Leute, wie sehr sich diese Karten verändern. Also einmal ist er schon krank hochgegangen, zweimal und eigentlich dreimal. Also dreimal ist es bis jetzt schon passiert und deswegen gehe ich davon aus, dass da im Jänner oder spätestens im Februar wieder so ein krasser Anstieg folgen wird. Des Weiteren gehen wir dann auch noch rein in Kagawa, beziehungsweise schauen uns den guten Mann mal an. Kostet im Moment auch 1.600 Münzen. Und da sehen wir genau dieselben Kurven, weil es einfach allgemein um die 83er geht, weil die 83er allgemein steigen. Das sind nicht einzelne Karten, die steigen, also der steigt jetzt nicht, weil er bei Dortmund zum Beispiel spielt, sondern weil er einfach dieses Rating hat. Und ja, da 2.800, 3.100 und wenn wir zurückgehen, sehen wir genau denselben Anstieg, da auch wieder fast 4.000 Münzen für einen 83er. Und das ist einfach nur unfassbar. Und der letzte 83er Spieler, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, wer das war, muss ich kurz mal überlegen. Ja, der letzte Spieler ist Jimenez, der kostet im Moment ein bisschen mehr als die anderen 83er und da gab es eben auch da einen heftigen Anstieg, da gab es sogar zwei kleinere Anstiege, aber der kostet allgemein immer ein bisschen mehr als die anderen 83er und hier eben derselbe Anstieg, den wir vorhin auch bei den anderen 83ern beobachtet haben, und zwar, dass der eben da fast auf 4.000 hochgeht. Dann schauen wir uns noch den Bürki an. Den haben wir für 3.600 Münzen, glaube ich, vorhin geholt. Und, oder ja, im Moment ist er sogar 3.500 Münzen wert. Und ja, das seht ihr auch schon, das ist wirklich ziemlich weit unten. Also da ist es selten weiter unten gewesen. Deswegen ist es jetzt eben auch so ein guter Zeitpunkt, um zu investieren. 5.000 Münzen kostet er da. Ja, das sind schon mal über 1.000 Münzen Gewinn. Das ist einfach nur krank. Und da hat er sogar 5.600 Münzen gekostet. Und da dann damals sogar 6.400 Münzen. Unfassbar, für wie viel Coins ihr die da teilweise dann verkaufen könnt. Ihr müsst überlegen, ihr kauft den für 3.600 und verkauft den in ein paar Wochen für 6.000 Münzen oder so. Das ist einfach nur heftig. Des Weiteren haben wir dann noch den Fährmann am Start. Der kostet 3.800 Münzen im Moment und da sehen wir genau dasselbe. 5.300 Münzen hat er da mal gekostet, dann derselbe Moment wieder da, das ist Ende 2017 gewesen und dann, wenn wir zurückgehen, sehen wir wieder genau dasselbe wie bei allen anderen Spielern, 6.300 Münzen für Fährmann. Und der letzte Spieler, den wir uns dann noch anschauen werden, das ist Edin Dzeko, nochmal eine andere Position, nicht nur Torhüter, und zwar sehen wir genau dasselbe, kostet im Moment 3.200 Münzen nur laut Footbin, da ist anscheinend einer kurz drinnen gewesen, kostet aber eigentlich 3.700 Münzen und da sehen wir auch schon, dass der da auch 5.000 wert war, da war er 5.600 Münzen wert und hier war er auch weit über 6.000 Münzen wert. Ja, Freunde, das war es jetzt an sich auch schon mit dem heutigen Trading-Tipp. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir diese unbedingt in die Kommentare. Ich denke aber mal, dass alles klar sein sollte. Investiert in 83er, investiert in 84er. Die werden in einigen Wochen wieder hochgehen. Wann das genau ist, kann man nicht zu 100% wissen. Das weiß EA selbst, wann die eben solche passenden SBCs raushauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Vergesst nicht, bei den Livestreams dabei zu sein, denn dort werden wir auch sehr, sehr viel traden. Und dort möchte ich euch auch live zeigen mit genaueren Erklärungen, wieso Spieler steigen, wieso Karten teurer sind, wieso man Karten teurer verkaufen kann, als sie eigentlich wert sind und so weiter und so fort. Da geht es dann eben dann wirklich auch mehr ums Thema Trading bei den Livestreams, also unbedingt dort dann vorbeischauen. Leute, das war's mit dem Video. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.